Zu Blockwood. Wir spielen ein neues Spiel. Und zwar ein Casual Game, ein Gelegenheitsspiel. Nennt sich eben Blockwood. Ist eine Alpha, sieht man hier ganz rechts unten schön. 0808 spielen wir. Schauen wir mal kurz. Entwickelt von Plethora Project LLC, ist jetzt gerade bei Steam im Greenlight-Programm, das heißt eben eine Alpha, kostet 99. Derzeit gibt es im Sale, aber habe ich schon immer wieder mal gesehen, deutlich billiger. Genau. Und ich habe beschlossen, ich möchte das schon seit längerer Zeit spielen, seit ein paar Monaten würde ich das gern spielen. Es war mir dann irgendwie immer zu teuer und ich habe mir dann immer gedacht, das ist es mir nicht wert. Und jetzt habe ich beschlossen, jetzt ist es soweit. Jetzt möchte ich es gerne spielen. Woher kenne ich Blockwood? Ich kenne Blockwood von einem YouTube-Video. Eben direkt von YouTube, von einem YouTuber. Der hat ein Review mal gemacht und einen Livestream dazu. Aber ich glaube, es waren die ersten zwei Missionen oder so. Und da soll's, glaube ich, gibt's noch eine ganze Menge andere. Gut. Bevor wir anfangen, schauen wir uns mal ganz kurz hier rein. Also fangen wir bei den Optionen mal an, damit ihr gesehen habt, was es gibt. Es gibt die Auflösung ganz klar, 1920x1080 spielen wir. Im Fullscreen ist eigentlich alles Standard. Hier habe ich bei der Testaufnahme hier im Menü schon die Regler eingestellt, die Lautstärke. Ich hoffe, die passt. Sonst werde ich es nach den ersten ein, zwei Folgen hoffentlich merken. Genau, dann haben wir Gameplay. Wir haben offensichtlich einen Cheat-Mode, einen Easy Mode, was auch immer ein Ripple-Effekt ist, ein Blinken bei der Produktion und eine Warnung beim Decay, werdet ihr dann gleich verstehen. Gut, die Controls kann man noch einstellen und das war's. Mehr gibt's eigentlich noch nicht, es gibt noch Achievements, ist eben ein Steam-Spiel. Genau, und quasi als Eingangsfolge spielen wir jetzt zusammen das Tutorial. Gut, Create and Delete. Welcome to the Tutorial 1. In this series of tutorials you will learn how to play Blockwood. Follow the objectives and you will learn all the mechanics of the game. Objectives: learn how to create and delete blocks. Difficulty: basic. Das ist unser erster Tutorial, damit fangen wir auch gleich einmal an. Ganz kurz, worum geht's in Blockwood? Was ist Blockwood vielleicht? Mal vorweg. Blockwood ist ein eben Gelegenheitsspiel im SimCity-Style mit einer spannenden Mischung aus diversen Spielen. Was ihr gleich seht, wir haben hier unseren Bereich. Auf dem können wir bauen. So. Elevator. Wo ist hier ein Elevator? Da ist ein Elevator, genau. Den sollen wir ziehen. Press and hold the left mouse button in the terrain to create. Ah ja, okay. Genau, jetzt haben wir das gemacht. Brauchen wir noch einen? Achso, wir sollen ihn hier in die Mitte setzen. So. Delete, ja.
Gut, wir wissen jetzt, wie wir setzen. Wir können zoomen. Wir können rotieren. Und wir können rauf und runter. So, wir sollen also ein Solarpanel bauen. Da seht ihr das. Und das hier hinsetzen. So, jetzt schauen wir in die Ressourcen. Genau, weil das ist ein Ressourcenmanagement-Spiel. Das heißt, wir sehen jetzt hier auch schon, unser kleines Solarpanel produziert jetzt Strom. Und zusätzlich haben wir Geld. Und das gleicht sich aus. Das heißt, man muss immer schauen, dass man, wenn man Strom braucht, kostet das Geld. Dann muss man wieder was haben, was Geld bringt. Das kostet, braucht wieder was anderes. Und so muss man schauen, dass man halt alles in der Balance hält. Genau, jetzt sieht man nämlich die Konsequenzen. Das heißt, wir bauen jetzt ein paar Bäume. Da gibt es auch verschiedene, da gibt es einfache und so weiter. Und eben auch dichter Wald jetzt. Bauen wir hier dreimal dichten Wald. Und jetzt sehen wir auch schon, dass die was produzieren rechts. Das heißt, die haben einen negativen Effekt, einen guten Effekt, haben eben Synergien zum Teil und eine Rate, Produktionsrate, wo sie halt jetzt jedes Mal, wenn der abgelaufen ist, was produzieren. Genau, und die brauchen was. Und jetzt sieht man schon, Input ist Wasser und Output ist frische Luft und Freizeitaktivität. Dafür haben sie auch, oder haben auch als Input Greenhouse Gases. Das sind Treibhausgase, genau. Und wenn man ihn nicht versorgt, und das sieht man jetzt schön beim Decay, dann geht das rauf. Und jetzt schauen wir uns diesen Data-Mode an und jetzt sehen wir eben, dass der immer roter wird und immer schlechter wird. Das heißt, man muss seine Blöcke, man muss die Teile, aus denen man das Ganze aufbaut, halt versorgen und zwar mit den Ressourcen, die sie brauchen. So, und jetzt sollen wir einen Block suchen, der Wasser produziert. Was könnte Wasser produzieren? Ein Teich. Aber nein, der macht kein Wasser. Production vielleicht, das könnte. Das produziert Wasser zum Beispiel. Und da sieht man jetzt schön diese Ketten und was produziert. Und das sind eben auch die Rohstoffe. Da haben wir zum Beispiel eine Well jetzt. Die produziert für uns ein Wasser und braucht gar nichts. Das heißt, wir bauen jetzt hier einen Wasser. So, jetzt schauen wir mal hier in die Ressourcen. Und jetzt sehen wir haben hier 0,1 Wasser. Und über diese Taste K können wir eben schauen, was rauf und runter geht. So, und jetzt sollen wir warten, bis wir 3 Units haben. Die haben wir jetzt auch. Und jetzt können wir Bäume bauen. Und die werden dann damit versorgt. Genau, jetzt sehen wir unser Wasser. Ist runter, aber unsere frische Luft und unsere Freizeit ist rauf. Genau, und jetzt müssen wir kurz warten, bis wir da die frische Luft haben. Und dann hätten wir gleich, dann haben wir jetzt genau Tutorial 5 fertig. Genau, und im
um das Ganze, um diese ganze Mechanik dreht sich dieses Spiel jetzt. Und da gibt es, glaube ich, relativ komplexe, große Levels zum Teil später dann. Aber wie gesagt, ich habe selbst nur die ersten gesehen und weiß das selbst jetzt nicht genau. So. Genau, jetzt genau. Und man muss die nämlich alle zugänglich haben. Deswegen gibt es hier jetzt diese Korridore. Und über die kann man gehen. Können die Leute gehen oder die Bevölkerung. Also das muss man mit bedenken, wenn man eben dann diese ganze Infrastruktur baut. Und jetzt sehen wir auch schön, dieser Korridor, diese Straßen kosten uns zum Beispiel 0,05 an Geld. Das heißt, unser Geld geht jetzt runter. So, jetzt lernen wir noch, dass wir es drehen können. Das macht nämlich auch einen Unterschied, weil manche Gebäude haben nur von einer Seite zum Beispiel einen Zugang. Das werden wir jetzt, glaube ich, im nächsten Tutorial gleich lernen. Genau, aber jetzt fangen wir an mit den kleinen Apartments, kleine Häuser. Und jetzt sehen wir schon, die brauchen frische Luft, Elektrizität, Wasser und Freizeitbeschäftigung. Und produzieren dafür Arbeiter, Abwasser, Abfall und natürlich Konsumenten. Genau so. Und jetzt sehen wir hier ein rotes Pfeilchen. Ich drehe es jetzt mal ein bisschen rüber, die Kamera. Jetzt sehen wir das. Hier ist der Eingang zu dem Haus. Und wenn wir eben jetzt R drücken, können wir jetzt diesen Block hier rotieren. Und genauso haben jetzt die Korridore genau, die können jetzt zum Beispiel, jetzt können wir das, bauen wir das mal hier hin und hier hin. Jetzt haben wir hier Korridore. Und die können wir natürlich dann genauso drehen. Die haben genauso Eingänge und Ausgänge. Und jetzt haben wir den Korridor hier quasi von dem zu dem zu dem weitergebaut. Und diese Stützen bei diesen Korridoren sind eben dafür da, dass man in mehreren Schichten bauen kann. Gut, wir sollen alles Mögliche. Wir sollen auf jeden Fall, das erste ist mal, wir sollen Wasser bauen. Und dann schauen wir da kurz rein. Und jetzt sollen wir Bäume. Aber da brauchen wir 3 Wasser. Wie viel Wasser produzieren wir? Wir produzieren 1 Wasser. Dann bauen wir jetzt daneben einen Baum. Und jetzt sehen wir, da geht's rein. Da geht's ebenfalls von 2 Seiten rein. Gut. Und jetzt müssten wir hier, genau, jetzt sehen wir hier, wir produzieren Wasser. Und frische Luft. Jetzt als nächstes hätten wir hier noch einen Wasserturm. Da produzieren wir zum Beispiel deutlich mehr natürlich als mit der Quelle. Das 10-fache, dafür kostet das ein Geld. Und genauso können wir jetzt auch Strom erzeugen. Für nix, für 1 oder für ein Geld, für 2. Kostet uns natürlich immer einen Platz. Das ist natürlich auch zu bedenken. Das heißt, man kann nicht unendlich. Und auch da haben wir jetzt gesehen, dass die eine Synergie haben.
Das heißt, die haben jetzt die Rate verdoppelt jeweils. So, und jetzt sagt uns das Tutorial, jetzt haben wir im Prinzip alles, was wir für die Häuser brauchen. Weil, was wir ja vorher bei dem Apartment gesehen haben. Jetzt hätten wir auch schon gesehen, wenn wir da drüber bauen wollen, könnten wir zum Beispiel jetzt nicht, weil man natürlich über dem nicht bauen kann. Aber wir bauen jetzt hier das kleine Apartment hin. Das hat jetzt von hier vorne Zugang, weil das hat in alle Richtungen. Und das hat jetzt alles, was es braucht und produziert jetzt dieser Arbeiter. Hier sieht man rechts Labor 3,3. Und die wiederum brauchen wir für andere Gebäude, die wir wahrscheinlich jetzt gleich im nächsten Tutorial kennenlernen werden. Ja, offensichtlich lernen wir jetzt die Mehrstöckigkeit. Genau, weil jetzt zum Beispiel diese Apartments können wir so bauen, dass wir, wenn wir mal eins haben, können wir darüber ein zweites bauen. Aber natürlich ist das zweite jetzt drüber nicht mehr erreichbar. Das untere wunderbar, das zweite nicht. Und dafür haben wir ganz am Anfang schon gebaut einen Lift. Das heißt, jetzt können wir hier einen Lift bauen. Können natürlich hier einen zweiten bauen. Und jetzt können wir hier oben die verbinden, indem wir hier dieses Verbindungsstück bauen. Und damit sind sie alle verbunden. Das da unten noch. Und jetzt haben wir hier die komplette Verbindung. So, unser letztes Tutorial. So, wir sollen einen Korridor, damit wir das Ganze in zwei Teile teilen. Das werden wir jetzt mal machen. Einmal, zweimal, dreimal und fertig. So, dann noch dazu ein kleines Apartment wird gewünscht. Und zwar hier. Ja, dann drehen wir das gleich zum Apartment hin, zum Weg hin. Jetzt sollen wir noch dichte Bäume machen, und zwar daneben. Und auch da wird man jetzt gleich sehen, wenn wir die gemacht haben. Genau, dann nehme ich ein kleiner blauer Pfeil, wenn wir hier reinschauen. Wenn ich ihn finde, wo er ist. Log-Info-Box. Genau, wir sehen hier Synergie plus 1, aber ich sehe keinen blauen Pfeil. So, wir sollen auf jeden Fall eine kleine Fabrik bauen. Auch das werden wir machen. Aber wo ist da der Eingang? Keine Ahnung, sehe ich jetzt nicht. Vielleicht hier? Hier, glaube ich. Probieren wir es mal. Da ist der Eingang. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier eine Synergie von minus 2, weil natürlich die eine Fabrik ist und die Wohnung will natürlich nicht neben der Fabrik sein. So, das ist der Eingang. Dementsprechend werden wir jetzt natürlich die Fabrik nicht da lassen, sondern die wieder entfernen. Und jetzt haben wir den kleinen blauen Pfeil, der uns ja sagt, wir haben eine Synergie. So, und da haben wir begonnen. Das heißt, wir sind fertig, wir sind bereit zum Loslegen. Und
Das war's quasi für den Prolog zum Let's Play von Blockhut hier am Kanal. Ich werde jetzt mal wir können noch schauen, mal kurz noch in die Challenges. Wir haben 19 Challenges, spielen gerade auf Easy. Ich glaube, das lasse ich mal so. Und ja, mit der ersten Folge geht's auch in die erste Challenge. Und ich denke, ich werde jetzt noch ein oder zwei Challenges mal aufnehmen zum Beginnen und dann mal schauen, wie ich es weitermache. Dementsprechend, ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Ihr freut euch auf das Spiel genauso wie ich. Und wir haben hoffentlich bei den Challenges, damit ich es rausbringe, eine Menge Spaß. Gut, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute und tschüss.